Liebe Weinfreunde, herzlich willkommen. Ich stelle euch jetzt einen Wein aus Puglia vor, also aus Apulien, dem zweitgrößten Anbaugebiet Italiens. Davor kommt nur noch Sizilien. Wir haben dort ein mediterranes Klima, dementsprechend sind die Weine natürlich auch sehr terroirgeprägt. Es entstehen dort sehr facettenreiche Weine, aber auch der Primitivo hat dort seine Heimat und wird überwiegend oder fast nur dort vinifiziert. Wir haben jetzt den Monsalaya Semi-Dry, das bedeutet, dieser Wein ist halbtrocken. Es gibt verschiedene Stufen, trocken, halbtrocken, lieblich, süß. Halbtrocken spricht man von, wenn man einen Restzucker hat, von mehr als 9 Gramm. Ja, bei dem sind es jetzt 12 Gramm. Der ist von der Stilistik her sehr marmeladig, sehr konzentriert. Wir haben viel Cassis, viel Sauerkirsche, Pflaume, also einfach generell diese Dörrobst-Aromatik und haben eben diese leichte Restsüße, die den ganzen Wein einfach sehr, sage ich mal, geschmeidig macht zum Trinken. Als Speisebegleiter durch seine halbtrockene Stilistik passt er hervorragend zu etwas schärferen Gerichten, wie beispielsweise einem Thai-Curry. Viel Spaß beim Probieren und bis zum nächsten Mal.